mich stundenlang gestalkt, was auch gar nicht peinlich ist, wenn jemand vor dir herrennt mit so einer riesigen Kamera. Ja. So, das war's mit unserem kleinen Impressionen-Video. Es tut mir leid, dass es nicht so viel Videomaterial geworden ist, aber wir hatten riesige Probleme mit der gesamten Technik, denn erst ist unser Auto nicht angesprungen, weshalb wir viel später auf der Messe waren, als wir es eigentlich geplant hatten. Und dann waren wir zeitlich ganz schön im Stress, sodass wir einfach nicht die Zeit hatten, in dem ganzen Gedrängel die Kamera rauszuholen und einzeln zu filmen, was wir uns angeguckt haben, weshalb es jetzt nur die paar Sequenzen sind. Aber die beiden lieben Mädels vom Kanal Our Horse Diary, die ihr gerade auch in der letzten Videosequenz gesehen habt, haben mir netterweise ein paar Clips zur Verfügung gestellt von dem Abendprogramm, sodass ich das noch ein bisschen spannender unterlegen konnte. Die sind beide echt super, super lieb. Ich konnte sie eben auf der Partnerpferd treffen. Schaut auf jeden Fall mal auf ihrem Kanal vorbei, die machen total coole Videos. Ich verlinke euch alle Infos zu denen auf jeden Fall auch in der Infobox. Genau, das war's auch schon von uns. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und vielleicht hat der ein oder andere sich ja in dem Video auch gesehen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr Partnerpferd schon. Und mich seht ihr dann am Dienstag wieder. Tschüss!